Was macht sogenannte Reality-Medienwelt mit uns als Menschen? Das ist mal ganz interessant zu betrachten. Was tut das mit Menschen? Wie verändert uns das? Wie begleitet uns so etwas im Leben? Und Reality-Medienwelt ist ja etwas, wo wir sehen, oh Gott, da wird jetzt gerade ein Handy draufgehalten, auch in diesem Querformat, in diesem berühmten, und man sieht, wie da gerade auf der Autobahn dies und jenes passiert oder es wird etwas von einer Webcam aufgenommen. Du siehst also gerade aktuelles Beispiel, gestern passiert in Italien auf einer Autobahn, Unfall, ein Tanklastwagen rast in den Stau hinein und explodiert. Das ist Reality-Welt und du könntest es heute als Fernsehsender gar nicht mehr wagen, mit einer riesengroßen Kamera nur dazustehen und etwas quasi zu inszenieren, sondern Reality heißt, es wird vom Smartphone gefilmt, es wird von der GoPro aus gefilmt und das ist Realität und man ist ständig Zeuge dieser Realität. Die GoPro hängt um den Hals, dein Smartphone ist immer in der Tasche und allzeit bereit und so nähert sich ja diese Medienwelt, an der wir auch alle immer mehr und mehr teilnehmen. Reality Medienwelt. Nicht inszeniert, keine Performance in dem Sinne oder in dem typisch dramaturgischen Sinne von Performance, kein Drehbuchtheater, kein Kintop. Diesen Begriff gibt es ja noch, Kintop, so dieses, fragst du dich oft bei Filmen, mein Gott, ist ja typisch Film wieder irgendwie so seltsam inszeniert und das nennt man dann Kintop und auch kein Schmierentheater, das kennen wir ja auch, oder Bauerntheater und all diese Möglichkeiten einer Theaterwelt. Wir werden praktisch in dieser Reality-Medienwelt, die uns immer mehr Tag und täglich begleitet, zum Erleber, also jemand, der das erlebt, des Reellen in einer wirklichen oder scheinbar wirklichen Welt. Ich meine, wie wirklich die Welt ist, darüber kann man natürlich philosophieren und sich auseinandersetzen, aber es ist doch die reelle Welt. Da passiert plötzlich was, plötzlich auf der Autobahn. Niemand hat damit gerechnet, plötzlich fällt das Fahrrad dahin und Gott weiß was. Wir werden tatsächlich als Teilnehmer Erleber des Reellen in einer wirklichen Welt. Und Achtung, das suggeriert persönliche Lebenserfahrung. Das suggeriert, das generiert geradezu persönliche Lebenserfahrung. Als ob wir es selbst miterlebt, erlebt hätten, als ob wir teilgenommen hätten und zumindest Zeugen sind, unmittelbare Zeugen dessen. Also Zeugen, die ganz dicht daneben stehen und das wirklich so mitbekommen. Und damit ein Teil des persönlichen Lebensprozesses und der eigenen Lebensgeschichte. Wir werden also wirklich in dem Sinne dichtere, nähere Zeugen des tatsächlichen Lebens. Und das macht natürlich alles sehr, sehr, sehr authentisch oder scheint alles sehr, sehr authentisch zu machen. Einfach nur echt. Und es gibt so diese Phänomene, wo Jugendliche jetzt auf eine harmlose Art und Weise per Handy etwas machen, also was weiß ich, mit dem Skateboard irgendwo versuchen, die Wand hochzufahren mit so einer halben Kurve und das nicht gelingt und dann klatschen die an die Wand. Also etwas, was jetzt machbar ist, nicht im Sinne von, ich nehme meinen Revolver und erschieße Leute. Ach, das hat es auch immer wieder gegeben in dieser Reality, das zu tun und jemanden da umzubringen. Das meine ich aber nicht. Mit solchen Sachen setze ich mich nicht auseinander. Das ist aber auch eine Realität, um das klar zu sehen in der Hinsicht. Und das macht es einfach nur echt. Also du machst so eine Erfahrung, du bildest ab. Und warum ist das so? Wieso stehen wir als Menschen auf so etwas so stark? Warum ist das so echt, ja, irgendwo? Warum hungern wir nach diesem Echten? Also wir hungern vielleicht nach dem Echten, weil wir uns nichts mehr vormachen lassen wollen, nichts mehr vorsetzen lassen wollen, nicht mehr diesem oder jenem Dramaturgen folgen oder Schauspieler in seiner Art folgen, der letztendlich künstlich ist. Und damit ist Kunst, das könnten wir hier philosophieren, nicht mehr Kunst in dem Sinne von ehemals definierter Kunst. Und Kunst und künstlich sind ja dicht beieinander und ergänzen sich. Das Künstliche wollen wir nicht mehr. Denn das typisch Dramatisierte ist immer verdächtig und anrüchig. Es ist ja nicht echt, es ist ja nicht aus dem Leben. Guck dir mal diese ganzen Tatorte an, das ist ja auch so eine Kultur, die sich unheimlich verbreitet hier mittlerweile auch weltweit, diese deutschen Tatorte. Und wenn da nur ein einfacher Polizist oder ein Kommissar zuguckt, sagt er, mein Gott, das hat mit Polizeiarbeit aber wenig zu tun. Aber wir machen uns das gerne vor und wir geben uns diese Illusion hin, das Künstliche. Und das ist vielleicht anrüchig für uns als Zuschauer.
Denn das typisch Traumatisierte ist immer verdächtig und tatsächlich anrüchig und damit künstlich. Reality auf der anderen Seite ist nicht künstlich, sondern wahres Geschehen. Teilnahme an dem wahren Geschehen. Wenn ich mir, wie gesagt, die GoPro um den Hals hänge und den Berg besteige und dann den nächsten Berg und so weiter und das beschreibe, dann ist das eben eine eigene Form von Erzählung. Und das ist durchaus Reality und das kommt rüber und das nehmen die Leute an. Und das ist was anderes, als ob ich jetzt einen Wanderführer lese oder ob mir jemand schwärmerisch vormacht, wie man diesen Berg ersteigt oder ob ich mich an Anton Messmer, wollte ich sagen, an Messmer, diesen Bergsteiger orientiere, der mir davon erzählt und schwadroniert in seinen Filmen. Nein, es ist Reality. Hans Dampf um die Ecke besteigt diesen Berg auch und es ist wahres Geschehen. Wie selbst mitbekommen, wie persönlich mitbekommen, Achtung, das ist jetzt hier der entscheidende Satz oder einer der möglichen entscheidenden Sätze, wie selbst erlebt, es berührt und beschäftigt dich, es nähert sich dem persönlich Authentischen, deinem persönlich Authentischen. Also damit eben deiner Lebensgeschichte und deinen Lebenserfahrungen. Und da kann es natürlich auch zum Problem werden, dass wir das jetzt nicht einfach überspringen und sagen, das ist natürlich auch problematisch. Als ob du es selbst erlebt hättest, kann dich natürlich belästigen, es kann dich sogar traumatisieren. Es kann dich sehr befremden, es kann dir unter die Haut gehen, es kann zu viel werden, es kann überfordern, weil du es eben nicht selbst erlebt hast, sondern dich einfach nur zu einem sehr, sehr dichten Zeugen gemacht hat und es natürlich nicht zu deinem authentischen Lebenskonzept gehört, aber es ist dir nur mal begegnet, also musst du dich damit auch auseinandersetzen, könnten wir ja auch dann dazu sagen. Oder aber auf der anderen Seite, es führt dich aus dem Stoff der Illusionen heraus. Achtung, es führt dich aus dem Stoff der Illusionen, der sogenannten Experten oder des Abstands zu den Leuten, die sich eben, sagen wir mal, berufen fühlten, dir diese Welt mitzubringen, aber für dich diese Welt quasi vorher zu bewerten, damit du sie auch tatsächlich verdauen kannst, und führt dich aus dem Stoff dieser Illusionen, aus der künstlichen, um das nochmal zu sagen hier, aus der künstlichen Welt heraus in die wahre Welt, in die eigentliche Welt. Das ist die andere Seite der Möglichkeit und das macht es auch so interessant. Also Spielfilme zu machen in einer ganz anderen Dramaturgie, nämlich dieser Reality-Dramaturgie einer Handywelt, einer, wie gesagt, GoPro-Welt und all dieser kleinen Kameras, die sofort bestens so funktionieren auf die Art, ist eine Möglichkeit. Und wir könnten uns die Frage stellen, am Abschluss dieses Audios ändert sich die Erzählung, die Abbildungsdramaturgie der Welt. Und was passiert dann mit uns als Menschen, wenn sich das so verändert? Das heißt, Dokumentation und inszenierte Szenen nähern sich. Oder Kunst oder das Künstliche und die Dokumentation nähern sich. Damit Fantasie und Realität bilden mehr und mehr eine Einheit. Oder wir könnten auch sagen, faktisch und postfaktisch verschmelzen. Was ist dann die Wahrheit? Also diese Frage stellt sich ja immer wieder, was ist wirklich die Abbildung von Wahrheit? Gibt es die? Und wir sehen immer mehr, die gibt es eigentlich nicht. Sondern auch das, was jetzt abgebildet wurde, gerade in dieser Reality-Kameraform, ist natürlich nicht die Realität, die du selber jetzt wirklich reell erlebt hast. Ohne Medium, das das aufgenommen hat. Ohne Erzählung, ohne Audio, ohne Kamera, ohne Geschichte, die du daraus erzählst. Es ist einfach eine neue Art, Geschichten zu erzählen und zu empfinden und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein Thema, das in der heutigen Zeit immer stärker trägt.